Imposantesten Attraktionen der Freizeitparks. Megacoaster. Wahre Giganten der Ingenieurskunst. In schwindelerregenden Höhen. Achterbahn-Junkies reisen um den Globus. Alles für den ultimativen Thrill. Gewisses Gefühl der Freiheit. Also man liefert sich einfach komplett der Bahn aus. Nach dem freien Fall sorgt allein die Schwerkraft für den Antrieb. Bei einigen Coastern wird der Zug dank ausgefeilter Elektromotoren regelrecht abgeschossen. Solche Katapultstarts sind für die Erbauer eine ganz besondere Herausforderung. Mein Schöne an Achterbahnen ist, wie man es auch im Hintergrund hört, man macht Leute glücklich. 6 Uhr früh in Deutschlands größtem Vergnügungspark, dem Europapark in Rust. Hier steht eine der spektakulärsten Achterbahnen der Welt. Der Blue Fire mit dem höchsten Looping einer Katapultbahn auf dem europäischen Kontinent. 3 Stunden bevor die Gäste vor dem Anziehungsmagneten Schlange stehen, beginnen die morgendlichen Kontrollen. Jedes Rad muss überprüft werden. Da der Coaster nagelneu ist, für die Techniker alles andere als Routine. Können Sie mal die Anlage hochfahren, dann können wir die ersten Fahrversuche machen mit morgen. Alles klar, mache ich gerade 2er Zug als Abschlussfahrt. Wir machen morgens Probefahrten, einfach um zu schauen, dass die ganze Anlage einwandfrei funktioniert. Das heißt, wir fahren hier verschiedene Testprogramme, die in der Anlage programmiert sind, um einen einwandfreien Zustand der Anlage zu gewährleisten, bevor wir überhaupt die Gäste mitfahren dürfen. Also für uns eigentlich wichtig, diese Anlage hat mehrere hundert Sicherheitsschalter, die in der Anlage mit eingebaut sind. Wenn da einer mal nicht hundertprozentig justiert ist, dann geht die Anlage in einen sicheren Zustand und somit schauen müssen, dass nicht irgendwo doch Kinderkrankheiten in der Anlage sind. Und da für uns auch die Abläufe noch nicht immer hundertprozentig eingespielt sind, wie schon an jeder Anlage. Es ist immer eine Herausforderung und macht aber Spaß. 5 Wagen für jeweils 20 Fahrgäste stehen bereit. Eine enorme Kapazität. 1720 Besucher werden hier pro Stunde durch die Strecke rasen. Eine hohe Verantwortung für die Kontrolleure. Herr Werblinger? Ja, Herr Stoß? Schicken Sie bitte den ersten Zug durch. Achtung, Zug fährt los. Der Zug wird hier von 0 auf 100 in 2,5 Sekunden beschleunigt. Der Antrieb erfolgt über Linearmotoren, die den Zug nach oben bringen bis auf 40 Meter. Und danach folgt die Einfahrt in den Looping auf ca. 34 Meter Höhe. Das ist mit einer der höchsten Loopings Europas. Wir hören hier vor allem auf irgendwelche fremdartigen Geräusche, die normalerweise nicht da sein sollten. So, wir fahren jetzt ein in die erste Linksrolle und Rechtsrolle. Nach der Rolle geht es anschließend in den Hamm durch den Looping, wo wir abhebende Kräfte bis zu minus 0,5 G haben. Da wird der Fahrgast aus dem Sitz gehoben. So, und zu guter Letzt haben wir noch die Hardline-Rolle. Das ist eine Drehung um 360 Grad um die eigene Achse. Bevor dann der Zug hier sicher durch Magnetbremsen angehalten wird. Der Bau des Megacoasters war ein Mammutprojekt. Kosten 20 Millionen Euro. Mehr als 120 Schienensegmente wurden verbaut, auf einer Strecke von über 1000 Metern. Gewicht 620 Tonnen. Für Achterbahnfreaks ist der blaue Supercoaster in Rust derzeit die Sensation. So auch für Tobias Wahl und seine Freunde aus dem Ruhrgebiet. Mit ihrem Bulli absolvieren die Adrenalin-Junkies ein immenses Pensum. Mindestens 15 Parks mit den extravagantesten Achterbahnen besuchen sie im Jahr. Als Achterbahnfreak ist man schon ein bisschen öfter im Park. Also wir haben teilweise Parkbesuche von 20 bis 30 Stück im Jahr, wenn nicht sogar mehr. Also wir machen dann Touren, wo man von einem Park zum nächsten Park fährt und dann noch ein Park und noch ein Park und noch ein Park, wo andere Leute schon gar keine Lust mehr hätten. Und wir machen halt so Urlaub. Und das ist schon freakig, also ganz schön verrückt. Da das ausgefallene Hobby bei den vielen Reisekilometern und hohen Eintrittsgebühren der Vergnügungsparks ins Geld geht, ist für die Truppe Camping im Bulli und Selbstverpflegung angesagt. Ja, hier haben wir einmal unseren kleinen Kühlschrank, der uns auf der Tour eigentlich immer begleitet. Das ist eigentlich komplett fest eingebaut. Schlafen wir haben hier oben einmal in dem Aufbau, sind 2 Betten drin. Das kann man hier so runterklappen. Dann ist hier so ein praktisch wie so ein doppelter Boden drin. Den kann man nach vorne ziehen, passt bis hier ganz vorne hin. Und hier haben wir auch meistens immer so Schlafsachen hier, liegen hier oben. Hier Platz für 2 Leute. Also das Schöne ist generell die Gemeinschaft mit den Freunden, Bekannten, sage ich mal, unterwegs zu sein, die auch die gleichen Interessen haben wie man selbst. Einfach ein schönes, lockeres Wochenende zu verleben, gute Stimmung
einfach gute Laune unter allen. Gut, wünschen tun wir uns natürlich auch immer schönes Wetter, weil wir auch schon andere Sachen erlebt haben. Aber auch schlechtes Wetter und sowas hält uns eigentlich nicht von ab, auf Tour zu gehen. Die Achterbahnfans können es kaum erwarten. Seit Wochen fiebern sie dem Blue Fire entgegen, der blauen Katapultachterbahn mit dem 32 Meter hohen Rekordlooping. Eingebettet ist die eindrucksvolle Bahn in einem im Park eigens neu erstellten isländischen Themenbereich. So umgibt eine abenteuerliche Felsenlandschaft den rasanten Coaster. Jetzt steht man endlich davor. Ich denke, es wird ein außergewöhnliches Fahrerlebnis, gerade weil es halt ein völlig neuer Achterbahntyp ist, über Kopfelemente dabei sind, ohne Schulterbügel. Also gerade das ist immer sowas, so ein gewisses Gefühl von Freiheit, eben weil einem nichts über die Schulter stört. Am interessantesten finde ich an der Bahn auf jeden Fall den großen Looping mit 30 Meter. Ist sehr interessant und die drei Überschläge, die die Bahn sonst noch bietet. Und ich bin gespannt, wie sie sich fahren wird, weil sie ist leise. Man hört kein Ruckeln und kein Klacken, die sollte sich eigentlich auch sanft fahren. Was die Jungs besonders kickt, die Airtime, das Gefühl der Schwerelosigkeit. Und jetzt geht's los! Oh! Oh, Mann! Ja, genial! Oh! Oh! Selbst da ist schon Airtime in der ersten Reihe! Oh! Absolut genial, hast du Witz gerissen! Wow! Oh! Und wieder aus dem Witz raus! Airtime! Und jetzt direkt abwärts! Ja, genial! Oh! Richtig genial! Super genial gemacht! Oh! Wow! Und wieder aus dem Witz raus! Nur Airtime! 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 Oh! 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 Richtig genial! Für die Ruhrpott-Jungs eine berauschende Erfahrung. Super genial. Also Fahrt ist bombastisch. Nicht nur die Sitze sind bequem, sondern auch die ganze Fahrt ist bequem. Der Abschuss ist richtig knackig, sehr intensiv und jede Menge Airtime auf der Bahn. Also der Moment, wenn man aus dem Sitz gerissen wird. Gerade in der ersten Reihe ist es unglaublich. Es gibt nicht viele Achterbahnen auf der Welt, die in der ersten Reihe Airtime haben. Aber die ist einfach Wahnsinn. Der Kick liegt für mich an der Mischung, würde ich jetzt sagen, weil der Abschuss macht halt einfach Spaß. Also man wird beschleunigt und fährt nicht einfach eine Rampe runter. Der Looping ist extrem groß. Dann hat man super tolle Fahrelemente drin, also die über Kopf gehen, aber auch starke Kurven dabei. Deutschlands größter Filmpark steht im Westen der Republik, in Bottrop-Kirchhellen, der Moviepark. Zu den Publikumsmagneten zählen hier drei Achterbahnen, eine aus Holz, zwei aus Stahl gebaut. Es sind Bandit, Deutschlands älteste Holzachterbahn überhaupt. Der Looping Coaster MP Express, eine ganz spezielle Hängeachterbahn, bei der die Wagen direkt unter der Schiene hängen. Dann ist da noch Ghost Chaser, Wilde Maus. Eine etwas unscheinbar wirkende kleine Bahn, die aber sehr wohl für ein flaues Magengefühl sorgen kann. Der Moviepark steht kurz vor dem Saisonstart. Jedes Frühjahr laufen die letzten Vorbereitungen mit Hochdruck. Jetzt ist auch die Hauptarbeitszeit für Michael Krah vom TÜV und seiner Sondereinheit Fliegende Bauten. Wir machen stichprobenartige Untersuchungen der maschinenbautechnischen Teile, stahlbautechnischen Teile. Wir machen heute den elektrotechnischen Teil. Das heißt, wir prüfen die Sensorik, wir prüfen die elektrischen Maschinen, wir führen einen Probebetrieb durch. Wir müssen hier auf einem hohen Niveau prüfen, um halt eben die Passagiere, den Besucher, den Spaß, die Spaß haben wollen, sicher über den Weg zu bringen hier. Die Wilde Maus ist eine mittelgroße Achterbahn mit extrem engen Kurven, wodurch beim Fahrgast das Gefühl entsteht, er schießt permanent über die Schienen hinaus. Ja, das Besondere an dieser Achterbahn ist halt eben, dass sehr viele Wagen gleichzeitig auf der Strecke sind. Dadurch haben wir verschiedene Blöcke. Diese Blöcke sind getrennt immer durch Bremsen, durch Sicherheitsbremsen. Diese Bremsen werden pneumatisch angesteuert, werden über Elektronik und mit einer speicherprogrammierbaren Steuerung überwacht. Und es darf sich innerhalb eines Blockes nur ein Fahrzeug aufhalten. Und der vorausliegende Block muss immer frei sein, sodass also ausgeschlossen ist, dass sich zwei Fahrzeuge innerhalb eines Blockes befinden.
Damit die Blockbremsen und das ganze System nach der langen Winterpause wieder reibungslos funktionieren, führt der TÜV alljährlich solche aufwendigen Inspektionen durch. Ohne den Segen von Michael Krah läuft hier nichts. Wir werden jetzt als erstes die Fahrzeuge durch die Strecke schicken und warm fahren. Dazu sind sie schon beladen mit Wassertanks. Das heißt, wir haben jetzt Gewicht drin, sodass wir auch sicher sein können, dass die Fahrzeuge in keinem Tal stehen bleiben, sondern wirklich durchrauschen und auch damit wir die höhere Geschwindigkeit haben. Warm fahren müssen wir sie deshalb, weil die Rollen sind kalt. Es ist also quasi wie bei einem Formel-1-Auto. Die Reifen müssen warm sein, damit wir da die optimalen Werte haben, um die entsprechenden Geschwindigkeiten zu haben. Der Test für diese speziellen Formel-1-Wagen kann beginnen. Zunächst funktioniert alles planmäßig und eigentlich sollte es eine Routinefahrt werden. Doch irgendetwas stimmt hier nicht. Störung im Betriebsablauf. Plötzlich werden die Männer hektisch. Wo ist der Fehler? Hast du schon in Revision geschaltet? Welcher Schrank ist denn das? So schnell lässt sich das Problem nicht beheben. Der Wagen ist liegen geblieben. Nichts geht mehr. Wo ist er denn jetzt? Ach du Scheiße, ist er in der Kurve stehen geblieben. Ja. Wir haben im Moment also, wie das aussieht, hat er einen Sensor nicht erkannt. Also das System hat immer zwei Sensoren. Es ist also eine Redundanz da, die sich gegenseitig überwachen. Wenn ein Sensor fehlt, sagt er, es ist ein Alarm und schließt die Bremsen und damit steht das Fahrzeug und bringt die ganze gesamte Anlage in einen sicheren Zustand. Das haben wir im Moment. Die Techniker sind jetzt gerade am Schauen, welcher Sensor da jetzt nicht gekommen ist, um da unter Umständen den wieder zurückzusetzen. Für die Techniker des Moviparks ist es eine ungewöhnliche Situation. Normalerweise gibt es solche Pannen auch nach einer langen Winterpause nicht. Ja, warum ist der Zug jetzt hängen geblieben? Ja, Sebastian, wir brauchen erstmal eine Stange und die Anlage ist hängen geblieben. Wir müssen erstmal schauen, warum. Wir müssen gucken, dass wir den Wagen in die nächste Bremse kriegen oder in den Bahnhof. Jetzt ist Geduld und Fingerspitzengefühl gefordert. Der erste Versuch. Nee, die ist zu kurz, da kommen wir nicht mehr mit dran. Also in dem Bereich bleibt die Anlage normalerweise nie stehen, weil ja hier ein Gefälle ist. Gut, das sind jetzt die ersten Fahrten, es ist relativ kühl. Wenn die Räder auf Temperatur sind, dann fährt die Anlage auch schneller. Und deswegen machen wir auch die Testfahrten. Die Anlage muss sich nach dem Winter immer einfahren. Wir haben vielleicht noch ein bisschen viel Rost auf der Schiene. So Flugrost, der sich beim Winter ansetzt, der dann abgefahren wird. Und wenn es einmal eingelaufen ist, dann passiert sowas normalerweise nicht mehr. Deswegen ist es sehr untypisch. Eigentlich bleibt die immer nur in den Bremsenbereichen stehen. Der nächste Anlauf. Ja, wollen wir mal schauen, ob das jetzt irgendwie klappt, ob die lang genug ist. Erst eine Eisenstange, jetzt die Holzlatte. Irgendwann muss sich das Biest doch bewegen. Da geht gar nichts. Der dritte Versuch. So schnell gibt ein Betriebsleiter nicht auf. Fährt durch, sieht gut aus, gibt keinen Fehler. Na bitte, geht doch. Wir haben relativ kalte Witterung, relativ starken Wind. Die Bahn fährt jetzt das erste Mal heute und kann durchaus passieren, dass damit die Räder also zu kalt sind und dann halt eben nicht richtig durchkommen. Deswegen hatte ich ja vorher gesagt, wir müssen die Bahn erst warm fahren, damit die Bahn richtig auf Geschwindigkeit kommen kann. Der Blue Fire im Europapark ist eine Kombination aus Dark Ride mit kurzer Strecke in Dunkelheit und Launch Coaster, also einer Bahn mit Katapultstart und mit vier Überkopfelementen. Eine technische Meisterleistung ist der Katapultstart. In nur 2,5 Sekunden wird der 10-Tonnen-Zug von 0 auf 100 beschleunigt. Markus Becherer ist der Konstrukteur der ausgefeilten Mechanik. Wir beschleunigen hier den Zug mit einer Masse von 10 Tonnen mit 1,1 G mittels Elektrosynchronmotoren. Die Antriebsweise muss man sich so vorstellen wie ein Elektrosynchronmotor, der seine Energie in Rotationsenergie oder seine Bewegung in Rotationsenergie umsetzt. Und hier wird sie in eine Linearbewegung umgesetzt. Die weißen Statoren, die man hier sehe, da sind Kupferwicklungen drin.
die werden dann bestromt und durch das Bestromen entsteht ein Magnetfeld. Dieses Magnetfeld wirkt entgegen dem Magnetfeld des Dauermagneten am Zug und so wird der Zug nach vorne bewegt. Das Magnetfeld wandert quasi mit dem Zug mit synchron, deshalb Synchronmotor, LSM. Markus Becherer wagt den Selbstversuch. Auch beim Erbauer verursacht der Stahlkoloss Herzklopfen. Wir beschleunigen jetzt die 10 Tonnen des Zuges mit 1,1 G und steigen auf 40 Meter. Fahre jetzt durch den Tunnel ein in den 36 Meter hohen Looping. Durchfahre den Looping in eine Unterbank-Kurve. Steige auf zur Blockbremse auf 25 Meter, die man mit 10 Meter pro Sekunde wieder verlasse. Fahre durch den Tunnel in eine Linksrolle. Durchs Tal, durch den Canyon, über den Felsen in die Rechtsrolle. Und nun geht es mit dem Hub durch den Looping in eine Linksrolle. Darauf gefolgt eine 360 Grad Hardline Roll. Und zurück in die die Schlussbremse. Meine Schöne an Achterbahnen ist, wie man es auch im Hintergrund hört, man macht Leute glücklich. Das Schönste ist, wenn man eine Achterbahn entwickelt, konstruiert, die dann aufgebaut wird, ja, die Anlage so weit passt, dass nirgends eine Kollision oder eine gravierende Kollision auftritt während der Inbetriebnahme oder Aufbau und Inbetriebnahme. Und wenn man dann eben die ersten Leute freudestrahlend aus dem Zug aussteigen sieht, das sind dann so schon solche Momente, die das Herz höher schlagen lassen. Viel zu tun im Moviepark in Bottrop. Michael Graf von der TÜV-Sondereinheit Fliegende Bauten hat ein volles Programm. Als nächstes muss er den MP-Express testen, einen Hängecoaster, bei dem die Züge direkt unter der Schiene fahren. Eine technisch komplizierte Konstruktion, die besondere Sicherheitsstandards verlangt und einen hohen Aufwand bei der Prüfung. Es ist also eine Hängeachterbahn, das heißt, im Gegensatz zu anderen Achterbahnen ist hier das Fahrwerk oben. Es befinden sich hier die Laufräder und die Gegendruckräder. Die Füße dementsprechend der Passagiere, die auf den Sitzen sitzen, hängen also frei nach unten. Die Bahn hat ein Looping, hat mehrere Schrauben, sodass hier natürlich für uns sicherheitsrelevant natürlich das Bügelsystem entscheidend ist. Da muss also der Passagier komplett drin gehalten werden, in den Schrauben und im Looping. Das wird durch unsere Maschinenbauingenieure besonders überwacht und visuell geprüft, genauso wie die Fahrwerke und die anderen maschinenbautechnischen Teile. Hier oben diese Räder, das sind die Laufräder, die in diesem Fall oben auf der Schiene mitfahren. Es gibt hier die Gegendruckräder und die Seitenführungsräder auf dieser Seite, die die Bahn im Prinzip in der Spur halten. Für uns entscheidend sicherheitsrelevant ist auch noch natürlich das Kardangelenk, wo die Züge die Verbindung mitmachen können. Hier sehen wir auch ein Sicherungsseil, was den Zug auch noch immer zusammenhalten würde. Ja, Gefahren liegen natürlich in Materialschwächen in irgendeiner Form oder in dass unter Umständen Materialien zu hoch ausgelastet werden. Das ist das Gleiche wie bei jedem Pkw auch. Er unterliegt einer Alterung und diese Alterung muss kontrolliert werden. Im Moviepark ist der MP Express bereits ein Klassiker. Seit 1999 steht er auf dem Gelände und ist eine Dauerattraktion. Denn die Schienen befinden sich hier über den Köpfen der Fahrgäste. Für den Mann vom TÜV ist vor allem der sogenannte Lift sicherheitsrelevant. Der höchste Punkt der Bahn markiert zugleich die sensibelste Stelle der Anlage. Der Lift funktioniert folgendermaßen. Der Zug hat oben einen Sperrhaken, der in eine Kette eingreift, der in der Mitte dieses Liftes, läuft. Wird dann mit ca. 3 Meter pro Sekunde hochgezogen und wird dann oben am höchsten Punkt ausgeklinkt. Das heißt, der Zug verlässt da den Lift und die Kette und wird dann halt eben durch Gravitation nach unten gezogen. Ja, sicherheitsrelevant ist natürlich der Stahlbau, die Schienenverbindung, die Fundamentverbindung, aber genauso gut hier auch im Lift das Bremsschwert bzw. das Anti-Rollback-System, das dafür zuständig ist,
dass, wenn die Kette ausfallen sollte, der Zug nicht zurück in den Bahnhof hineinrollt. Das ist dieses Schwert, was hier oben herläuft. Wird über Sensorik abgefragt und verursacht dann halt eben einen Stopp und der Zug bleibt in der Position stehen, wo er sich gerade befindet. Gleich bei Spiegel TV Doku. Deutschlands älteste Holzachterbahn. Viel Arbeit für die Prüfer. Und Hochspannung in Leipzig. Die erste Testfahrt auf Europas härtestem Coaster. Die erste Fahrt ist immer so ein Adrenalinkick. Man weiß nicht, wie läuft die Bahn, kommt man gut durch. Ja, also Fahrt ist bombastisch. Damit aus dem Vergnügen keine Katastrophe wird, prüfen die Männer vom TÜV alles auf Herz und Nieren. Zurück zum Megacoaster im Europapark in Rust. Einzigartig am Blue Fire sind die Sitze, denn ein spezielles Bügelsystem sorgt für Nervenkitzel ohne Schulterbügel. Volle Bewegungsfreiheit für die Arme, ein Spaß für echte Achterbahn-Junkies. Das Arme nach oben reißen ist einfach so ein gewisses Gefühl der Freiheit. Also man liefert sich einfach komplett der Bahn aus. Man hält sich nicht mehr irgendwie fest, weil man Angst hat, dass der Bügel aufgehen könnte oder man aus der Bahn gerissen wird, sondern man hat halt einfach ein absolutes Freiheitsgefühl. Man streckt die Arme von sich, fühlt sich wie ein Vogel. Jetzt will Adrenalin-Freak Markus Ringelsieb die blaue Bahn testen. Geschwindigkeit zu mindern. Jetzt geht's in die erste Spirale gleich. Super gutes Tagesziel. War was ganz anderes, vor allen Dingen in den Kurven und in den Spiralen. Ohne Schulterbügel. Super genial. Bei der Fahrt ist mir einfach ein bisschen übel geworden. Ist direkt passiert, nachdem wir aus dem Looping rauskamen. Und danach war mir einfach schlecht. Markus' Freunde dagegen suchen bereits den nächsten Kitzel. Denn wahre Achterbahnfans sitzen am liebsten hinten. Das Schöne ist halt einfach, dass die letzte Reihe grundsätzlich in Achterbahnen völlig anders zu fahren ist als die erste Reihe. Das Schöne an der ersten Reihe ist natürlich, dass man am meisten sieht. Aber in der letzten Reihe hat man zum Beispiel diesen Airtime-Effekt am stärksten, weil der Zug halt kontinuierlich über die Hügel gerissen wird. Ja, und eben bei Blue Fire, denke ich, wird es ähnlich sein. Gerade so ein paar Kurven, die sind in der ersten Reihe völlig anders zu fahren als in der letzten Reihe. Für den 23-Jährigen ist die Fahrt auf dem letzten Sitz bei diesem Coaster eine Premiere. Man merkt einfach, wie der Zug hier förmlich die Kurve runtergerissen wird. Jetzt im Looping hat man auch keinerlei Hangtime, sondern der Zug wird einfach durchgezogen. Man merkt quasi in jeder Kurve einen extremen Unterschied zur ersten Reihe. Hier oben hat man jetzt nahezu keine Verschnaufspause mehr. Und in jedem Überkopfelement hat man einfach den Eindruck, dass man jetzt nicht nur nach oben aus dem Sitz gerissen wird, sondern gleich auch noch nach vorne wieder. Also man ist quasi auf dem höchsten Punkt, wo es an sich am langsamsten sein sollte. Aber dadurch, dass die letzte Reihe ist, zieht man die ganze Zeit durch. Ja, und jetzt geht es auch schon das letzte Überkopfelement. Was in der letzten Reihe noch krasser zu fahren ist, man wird einfach bis nach vorne durchgezogen und zur Seite weg. Also es ist einfach ein völlig anderes Fahrgefühl, aber nicht weniger interessant als vorne. Es muss wahre Liebe sein. Seit er 14 ist, fährt Tobias auf Achterbahnen ab. Also beim Achterbahnfahren ist halt der besondere Kick, dass man sich absolut der Materie ausliefert. Wenn ich im Auto sitze, kann ich selbst bestimmen, ob ich rechts abbiege, ob ich links abbiege, ob ich Gas gebe, ob ich bremse. Vor Achterbahn setze ich mich rein, werde angeschnallt, kann nur nicht mal flüchten und liefere mich völlig der Bahn aus. Der Freizeitpark Belantis in Leipzig. Auf einer Fläche so groß wie zwei Fußballfelder soll die härteste Bahn Europas entstehen. Zugleich wird sie ein nationales Novum sein. Mit ihrem senkrechten Anstieg auf 32 Meter, so hoch wie ein 10-stöckiges Haus. Schon in 3 Wochen muss Betriebsleiter Franz Mayer fertig sein. Für den Konstrukteur zählt die Bahn schon jetzt zu den Top 10 der steilsten Coaster weltweit. Übersehen kommen wir hier hinten aus dem Bahnhof. Dann fahren wir in den Turm. Da wird das Fahrzeug senkrecht nach oben transportiert. Das heißt, die Gäste liegen auf dem Rücken. Und das geht dann auf 32 Meter Höhe. An dem Turm haben wir einen relativ engen Radius oben.
Das heißt, wir fahren ziemlich schnell über die Kuppe, was wiederum heißt, der Gast wird vom Rücken in die Vorwärtsbewegung in einer sehr kurzen Zeit transportiert und er sieht eigentlich auch dann keine Schiene mehr, weil die Schiene geht 97 Grad nach innen und der Absturz ist dann so viel wie freier Fall und das von 32 Meter mit einem vollgeladenen Fahrzeug, 2,3 Tonnen, haben wir unten innerhalb von 1,5 Sekunden 85 km/h. Heute ist für die Achterbahningenieure ein aufregender Tag. Eine weitere Lieferung mit den neuen Wagen rollt auf die nicht alltägliche Baustelle. Bei mir ist okay, Kran kann langsam auf. Volle Konzentration ist gefragt. Beim Einsetzen der Fahrzeuge wollen wir natürlich sicherstellen, dass wir nicht bei der ersten Aktion schon Beschädigung machen. Ja. Und meistens ist es so, dass ein Kranfahrer das erste Mal in seinem Leben Fahrzeuge einsetzt in der Schiene. Weil das ist keine alltägliche Arbeit. Die macht man neben Parken oder generell einmal alle paar Jahre. Und darum ist es ein bisschen kritisch, dass der weiß, was hier hängt, ein handgemachtes Unikat. Sechs Fahrgäste sollen später in Zweierreihen in den Wagen Platz nehmen. Die kompakten Waggons werden dann immerhin auf bis zu 85 km/h beschleunigt. Zurück in Deutschlands größtem Vergnügungspark, dem Europapark in Rust. Seit seiner Gründung im Jahr 1975 haben mehr als 80 Millionen Menschen den Park besucht. Ein Tourismusmagnet an der deutsch-französischen Grenze. 10 unterschiedliche Achterbahnen stehen auf dem Gelände. Für Rollercoaster-Junkies wie Tobias Wahl und seine Freunde ein echtes Paradies. Stundenlang marschieren sie durch das Areal, immer auf der Suche nach dem nächsten Kick. Alles hier fasziniert die Freunde. Das gehört halt einfach so ein bisschen zum Achterbahnfreak-Sein dazu, dass man einfach nicht nur die Bahn fährt und die Hände in die Luft reißt, sondern eben auch sich mit der Technik beschäftigt, eben mit dem Aufzugsystem oder eben bei Katapultbahn mit dem Landsystem. Einfach, dass man weiß, wie die Technik funktioniert. Ja, das Besondere halt bei der Bahn ist halt, also beim Matterhornblitz ist halt so eine Art wilde Mausbahn. Also kennt an sich jeder von der Kirmes. Eine Bahn, die keine geneigten Kurven hat, sondern wo die Bahn so eine Art 180-Grad-Kurven immer fährt, aber nicht in die Kurve rein neigt und dadurch halt man einfach den Eindruck hat, man fällt einfach aus dem Wagen heraus. Jetzt will die Truppe aus dem Ruhrgebiet im Silverstar fahren. Mit 73 Metern die höchste Achterbahn in Europa. Bei einer maximalen Beschleunigung von 4G, also dem Vierfachen des normalen Körpergewichts. Die Waggons erreichen in der Spitze eine Geschwindigkeit von knapp 130 Stundenkilometer. Für Achterbahn-Junkies ist der Koloss eine reine Spaßmaschine mit vielen ausgeklügelten Feinheiten. Ja. Es gibt mehrere Besonderheiten. Zum einen, dass sie halt so eine sogenannte Out-and-Back-Coaster ist. Also man startet im Park, fährt aus dem Park raus, dreht da die Runde und kommt zurück. Ja, und zum anderen halt die hohe Geschwindigkeit und die Höhe, die damit verbunden ist. Und man sitzt halt zu viert in einer Reihe. Durchatmen vor dem Geschwindigkeitsrausch. Jetzt geht's 70 Meter in die Höhe. Schön ist, wenn man sich rumdreht, dass man halt noch ein bisschen mehr vom Park sieht. So, jetzt haben wir noch so ein paar Meter. Und so in ein paar Sekunden geht es dann 70 Meter mit knapp 126 Stundenkilometern nach unten. Und jetzt geht's ab. 126 Stundenkilometer, 4,5 G und negative Gs. Airtime. Und dann auf den nächsten Hügel. Und wieder negative G-Kräfte. Und ab in den Hochschubturn. Und immer noch mit gut 80, 90 Stundenkilometer. Jetzt über die nächsten Hügel zurück Richtung erste Abfahrt. Jetzt kommt noch einmal kurz die Blockbremse. Wenn der Zug ein Stück abgebremst wird, bis es in eine Helix geht. 270 Grad und wieder Richtung Station, parallel zum Lifthügel geht's jetzt durch. Drei kleine Bunnyhops. Eine
rechts, links und in der Bremse. Sehr schön. Sehr weiche, sanfte Fahrt, BM-typisch halt. Ja, war hervorragend. Also Silvester ist halt so eine bekannte Sache, die wirklich tierisch Spaß macht. Geschwindigkeit, Höhe, Adrenalin, Airtime. Ist an sich alles dabei, was eine schnelle, tolle, interessante Achterbahn braucht. Der Silverstar. Fahrgäste rasen hier mit dem 4- bis 6-fachen des eigenen Körpergewichts zu Tal. Nur Sekundenbruchteile hält ein Mensch so etwas aus. Weltweit gibt es von diesem Bahntyp, dem sogenannten Hypercoaster, nur noch 7 weitere. 4 in den USA, 2 in Kanada und 1 in Japan. Zurück in den Moviepark in Bottrop. Hier steht Deutschlands erste und älteste Holzachterbahn. Ein Gigant aus 1000 Brettern. Für Michael Krah vom TÜV ist so eine Holzachterbahn eine reizvolle Abwechslung. Holz ist eines der ältesten Baustoffe, die wir kennen. Es werden also von der Stabilität her kann es genauso gut ausgeführt werden wie eine Stahlachterbahn. Es wird dafür halt eben nur etwas mehr Material gebraucht. Es wird berechnet und es gibt genauso gut alte Holzhäuser, alte Holztürme, sodass da also nicht unbedingt ein Stabilitätsverlust vorhanden ist, nur weil es der Baustoff Holz ist. Aber Holz ist extrem wartungsaufwendig. Ja, Holz lebt und Holz schrumpft. Wir sehen das auch an diesen Teilen hier. Wir haben zum Beispiel für heiße Sommertage hier eine Bewässerungsanlage eingebaut. Das heißt, das Holz wird feucht gehalten, sodass eine Schrumpfung also nicht stattfinden kann. Sebastian, bitte die Bremse öffnen. Das Testen der Bremsen ist für den Mann vom TÜV eine der wichtigsten Aufgaben. Sie müssen einwandfrei funktionieren. Und Bremse wieder schließen. Als nächstes wird eine Fehlermeldung provoziert, sorgfältig protokolliert von Michael Krah. Hast du eine Fehlermeldung? Ja, PX24, Bremse schließt nicht. Ja, okay. Zurücksetzen und dann wieder die Bremse bitte öffnen. Also wir haben hier die Hauptbremsen des Fahrgeschäftes, also dieser Holzachterbahn. Die Bremse darf nur so und so weit aufgehen, dass der Zug sicher gefangen wird. Dieser Spalt wird also immer gemessen. Genauso gut provozieren wir einen Fehler, indem wir ein Hindernis in diese Bremse hineinhalten, die Bremse dann schließen. Und die Bremse muss das also merken, die Elektronik muss das merken, dass die Bremse nicht zugegangen ist, obwohl kein Zug in der Bremse steht, und muss dadurch einen Fehler, eine Fehlermeldung rausgeben. Zusätzlich zu den alljährlichen TÜV-Prüfungen kontrollieren Tischler jeden Morgen vor Parköffnung das Holzgerüst mit Spezialgerät. Die Spiegel sind dafür da, dass wir hier in den Seiten die Schienen sehen. Und auch Risse besser erkennen können. Und auch, dass wir unterhalb der Pakete, Holzpakete gucken können, ob die Bolzen, Muttern, auch hier unter diesen Zehnerbalken, ob alles vorhanden ist, ob alles befestigt ist und da nichts passieren kann. Ich kann ja schlecht jedes Mal kopfüber da runter gucken und sagen, jo, da ist was oder ist nichts. Deswegen halt der Spiegel, damit es einfach bedeutend einfacher geht für uns. Die Tischler sind eigens für die Holzachterbahn im Einsatz. Die gesamte Strecke muss täglich abgelaufen werden. 2 Stunden dauert die Prozedur. Jede Auffälligkeit ist verdächtig. Die Schienen zu kontrollieren, dass sie richtig befestigt sind, dass die Muttern alle drauf sind, das heißt sowohl wie eine Befestigungsmutter und eine Kontermutter. Ob die Schienen Risse nachweisen, wenn ja, wie gravierend sind die Risse? Ob der Fall besteht, dass die Bahn trotzdem Riss noch fahren kann und wir aber Sicherheitsbolzen setzen, dass der Riss sich nicht weiterbildet. Oder wir sagen halt, je nachdem wie wir entscheiden, wie gravierend das ist, dass wir sagen, die Schiene muss raus. Man muss natürlich alles warten. Und wir so versuchen es zu vermeiden, dass die Gäste darauf unterleiden müssen, aber wenn es anders halt nicht geht, Sicherheit geht ja nun mal bei uns vor. Und wenn sie raus, muss sie raus. Das Schlimmste, was passieren könnte, was eigentlich noch nie passiert ist und wir es auch nicht wollen, dass es passiert, ist halt, dass die Schiene komplett durchreißt, sich ein Stück vom Holz weglöst und der Zug da wirklich reinkracht. Es könnte passieren, aber das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen sind wir jeden Tag auf der Achterbahn und kontrollieren. Und das wird auch nie passieren.
Endspurt im Leipziger Freizeitpark Pilates. In 2 Wochen soll die Hurricane eröffnet werden. Heute stehen die ersten Testfahrten an. Die kompakten Waggons sind eine Spezialanfertigung. Von der Komfortabilität des Sitzes her ist es so, wie wenn Sie einen schönen Sportwagen kaufen und da sind Schalensitze drin, Recaro oder wie sie auch immer heißen, und so in etwa wird man hier festgehalten. Sie sehen die Erhöhungen, damit auch der Rücken gehalten wird. Das heißt, wenn man scharfe Kurven fährt oder Überkopf, dass der Oberkörper nicht frei beweglich ist, sondern wir wollen, dass der ganze Körper gehalten wird und trotzdem seine Bewegungsfreiheit hat. Oh ja. Okay, Martin, jetzt sind wir soweit. Jetzt müssen wir noch die erste Fahrt machen und die machen wir mit vollgeladen mit Wasserpuppen. Die müssen voll sein mit 70, 75 Kilo. Damit wir richtig Gewicht haben zum Durchfahren. Okay. Und zwar setzen wir die auf alle 6 Sitze. Okay, alles klar. Okay. Und schau dann bitte, dass der Bügel wirklich gut und sicher schließt, damit sich da nichts selbstständig macht und davon fliegt. Okay. Sicherheit steht an erster Stelle. Franz Meyer und sein Team haben weltweit schon hunderte Bahnen gebaut. Doch der Moment der Jungfernfahrt ist immer ein ganz besonderer. Die Anspannung steigt. Das Gefährliche an der Probefahrt ist, dass das die erste Fahrt ist. Wir wissen nicht. Die Komponenten treffen sich hier und dann soll das weich und sauber durchfahren. Und wir wissen, es ist einfach... Schon beim Puppenfahren geht das Adrenalin hoch, weil da sieht man, was man gebaut hat, was man bekommen hat. Das Schlimmste, was passieren kann, dass wir zu wenig Speed bekommen, dass das Fahrzeug irgendwo unter Strecke stehen bleibt. Und das bedeutet dann für uns sehr viel Arbeit. Wenn wir das Fahrzeug dann bergen müssen und rausholen, sehr viel Arbeit. Aber wir sind sehr zuversichtlich und ich auch. Wir schaffen das. Guido, okay, wir sind soweit, wir können in den Lift rein. Der senkrechte Liftturm mit einer Neigung von 95 Grad ist das absolute Highlight dieser neuen Bahn. Nach dem steilen Aufstieg auf 32 Meter folgt der freie Fall. Dann eine rasante Folge von Loopings und Drehungen. In nur 3 Monaten wurde das rote Stahlgerüst aufgebaut. Schwerstarbeit für die Männer um Franz Meyer. Doch es hat sich offenbar gelohnt. Die inoffizielle Premiere ist ein voller Erfolg. Die Techniker sind glücklich und erleichtert. Ich fand es eine sehr, sehr gute, flotte Fahrt. Gut, oben haben wir jetzt gleich beim ersten Mal einen kleinen Bremsversuch gemacht. Der verlief auch sehr hervorragend, fand ich. Und ja, wenn wir oben nicht bremsen, kommt da auch noch mit Speed raus und zackig. Da passt das schon. Irgendwelche Geräusche. Also ich habe von da aus nichts gehört. Fand super. Auch am Lift oben nichts. War gar nichts Neues, war gut. Kein Klopfen oder nee, so, da hat man mal was. Ja. Das Fazit vom nur Zuschauen jetzt würde ich sagen, der erste Abschnitt hier ist sehr rasant. Ist sehr rasant bis zur Bremse. Und wir haben natürlich jetzt da oben gehalten aus Sicherheitsgründen, dass wir sehen, die Bremse hält und dass wir nicht zu schnell hier in den Bahnhof kommen, im Fall, dass was sein sollte. Und der zweite Teil war jetzt natürlich dadurch etwas langsamer, aber an der nächsten Fahrt lassen wir den durchfahren und dann sehen wir, was der zweite Teil macht. Aber ich würde sagen, rasante Angelegenheit. Nach diesen guten Eindrücken will es der Chef jetzt selbst wissen. Franz Meyer wagt selbst die bemannte Premierenfahrt. Ach, die erste Fahrt ist immer so ein Adrenalinkick. Man weiß nicht, wie läuft die Bahn, wie geht's, wie schnell ist es, wie schnell ist man in den Kurven, wie ruhig ist sie, kommt man gut durch. Es sind alle Fragen offen. Und bis man da mal selber drin gesessen ist und das Gefühl hat, dann weiß man was, dann ist es gut. Guido? Ja, Martin? Wir sind soweit. Schick ihn raus. Ab geht's. Der Chefkonstrukteur im Selbstversuch. Doch der Achterbahnbauer ist sich seiner Ingenieursleistung sicher. Hier sitzt jede Schraube. Und wie war's? Da pfeift's durch.
Ich hätte die Post ab, bis du wieder rauskommst. Resümee ist Abfahrt und Überkopffahrt gleich nach der Abfahrt ist sehr gut und da immer die Figur hinten, die Cobra-Rolle. Dann in der Bremse, okay, da fahren wir noch etwas stark rein, da müssen wir noch ein bisschen was trimmen. Und die Fahrt nach der Bremse ist sehr intensiv. Da geht es nur rum und um und rauf und runter und über Kopf. Also eine starke Fahrt, ganz starke Fahrt. Zufrieden? Zufrieden, absolut. Ja, absolut zufrieden. Haben einen guten Job gemacht, der, wo es gerechnet hat und die, wo es gebaut haben. Gleich bei Spiegel TV Doku. Bodenlos. Achterbahnfreak Tobias wagt den Hängecoaster. Da habe ich die Überkopfelemente, wird das Adrenalin völlig durch den Körper gepumpt. In den Freizeitparks. Achterbahnen. Adrenalin-Junkies scheuen keine Kosten und Mühen für die spektakulärsten Sensationen. Inverted Coaster heißen sie im Fachjargon. Sogenannte Hängeachterbahnen, bei denen der Zug unter der Schiene fährt. Solche Bahntypen stehen in Deutschland im Bottroper Moviepark und im Soltauer Heidepark. Heute will Achterbahn-Fan Tobias Wahl mit zwei Freunden den MP-Express fahren. Hängeachterbahn fahren ist immer so eine Sache, weil die Füße halt nichts unter sich haben und man direkt nach unten gucken kann. Aber es sind nur 30 Meter, von daher froher Dinge. Jetzt geht es auch schon rauf, 32 Meter, mit frei hängenden Füßen. Das ist eben das Charakteristische an der Hängeachterbahn, dass die Schienen halt, ja, wie der Name schon sagt, überall sind und man unten dran hängt. Und dann geht es gleich in so ein paar Sekunden, geht es mit knapp über 90 Stundenkilometer bergab. Der erste Teil ist dann toll, dass man hier oben erstmal noch im Gurtzeug hängt, bevor es dann jetzt richtig runter geht. Mit knapp 4,5 G geht's dann in den Looping. Der zur Seite wegrollt und dann das entgegengesetzte Stück fährt. Und dann wieder geht einmal Schritt parallel in der Station vorbei und in den nächsten Halblooping, den Sidewinder, der um 90 Grad ausgehalten hat. Und dann kommen schon mal zwei Inline-Twists, die über Kopf sich einfach umdrehen. Und dann geht's auch schon die vorletzte Kurve Richtung Bremse. Kleiner Schlenker und dann fährt die Bahn langsam aber sicher in die Bremse rein. Gerade für Überkopfelemente wird das Adrenalin völlig durch den Körper gepumpt. 1,5 Minuten Nervenkitzel, die sich gelohnt haben. Ja, klasse. Super knackig, coole, kurze Fahrt. Macht tierisch Spaß, das Ding. Einfach, ja, Hängeachterbahn. Auch wenn die Füße frei sind, es macht tierisch Spaß, weil einfach schnelle Beschleunigung dabei sind und interessante Überkopfelemente, die es so auf anderen Bahnen nicht wirklich gibt. Also wirklich klasse Bahn. Tobias und die anderen Achterbahn-Freaks träumen schon von einem neuen heißen Pflaster. Sie wollen bald in die USA reisen und dort die höchsten, schnellsten und gefährlichsten Bahnen inspizieren. Für den ultimativen Thrill. Katapultstart und mit vier Überkopfelementen. Eine technische Meisterleistung ist der Katapultstart. In nur 2,5 Sekunden wird der 10-Tonnen-Zug von 0 auf 100 beschleunigt. Markus Becherer ist der Konstrukteur der ausgefeilten Mechanik. Wir beschleunigen hier den Zug mit einer Masse von 10 Tonnen mit 1,1 G mittels Elektrosynchronmotoren. Die Antriebsweise muss man sich so vorstellen wie ein Elektrosynchronmotor, der seine Energie in Rotationsenergie oder seine Bewegung in Rotationsenergie umsetzt. Und hier wird sie in eine Linearbewegung umgesetzt. Die weißen Statoren, die man hier sehen, das sind Kupferwicklungen drin. Die werden dann bestromt und durch das Bestromen entsteht ein Magnetfeld. Dieses Magnetfeld wirkt entgegen dem Magnetfeld des Dauermagneten am Zug und so wird der Zug nach vorne bewegt. Das Magnetfeld wandert quasi mit dem Zug mit synchron, deshalb Synchronmotor, LSM. Markus Becherer wagt den Selbstversuch. Auch beim Erbauer verursacht der Stahlkoloss Herzklopfen. Wir beschleunigen jetzt die 10 Tonnen des Zuges mit 1,1 G und steigen auf 40 Meter. Fahre jetzt durch den Tunnel ein in den 36 Meter hohen Looping.
Durch Fahrer den Looping in eine unverdenkt Kurve. Steige auf zur Blockbremse auf 25 Meter, die man mit 10 Meter pro Sekunde wieder verlasse. Fahre durch den Tunnel in der Linksrolle, durchs Tal, durch den Canyon, über den Felsen in die Rechtsrolle. Und nun geht durch den, mit dem Hub durch den Looping in eine Linksrolle. Darauf gefolgt eine 360 Grad Hardline Roll. Und zurück in die, in die Schlussbremse. Mein Schöne an Achterbahnen ist, man, wie man es auch im Hintergrund hört, man macht Leute glücklich. Schönste ist, wenn man eine Achterbahn entwickelt, konstruiert, die dann aufgebaut wird. Ja, die Anlage so weit passt, dass nirgends eine Kollision oder eine gravierende Kollision auftritt während der Inbetriebnahme oder Aufbauen in Betriebnahme. Und wenn man dann eben die ersten Leute freudestrahlend aus dem Zug aussteigen sieht, das sind dann so, schon solche Momente, die das Herz höher schlagen lassen. Viel zu tun im Moviepark in Bottrop. Michael Graf von der TÜV-Sondereinheit Fliegende Bauten hat ein volles Programm. Als nächstes muss er den MP-Express testen, einen Hängecoaster, bei dem die Züge direkt unter der Schiene fahren. Eine technisch komplizierte Konstruktion, die besondere Sicherheitsstandards verlangt und einen hohen Aufwand bei der Prüfung. Das ist also eine Hängeachterbahn, das heißt, im Gegensatz zu anderen Achterbahnen ist hier das Fahrwerk oben. 10 Meter pro Sekunde wieder verlassen, fahre durch den Tunnel in der Linksrolle. Durchs Tal, durch den Canyon, über den Felsen in die Rechtsrolle. Und nun geht durch den, mit dem Hub durch den Looping in eine Linksrolle. Darauf gefolgt eine 360 Grad Hardline Roll. Und zurück in die, in die Schlussbremse. Mein Schöne an Achterbahnen ist, man, wie man es auch im Hintergrund hört, man macht Leute glücklich. Schönste ist, wenn man eine Achterbahn entwickelt, konstruiert, die dann aufgebaut wird, ja, die Anlage so weit passt, dass nirgends eine Kollision oder eine gravierende Kollision auftritt während der Inbetriebnahme oder Aufbauen in Betriebnahme. Und wenn man dann eben die ersten Leute freudestrahlend aus dem Zug aussteigen sieht, das sind dann so, schon solche Momente, die das Herz höher schlagen lassen. Viel zu tun im Moviepark in Bottrop. Michael Graf von der TÜV-Sondereinheit Fliegende Bauten hat ein volles Programm. Als nächstes muss er den MP-Express testen, einen Hängecoaster, bei dem die Züge direkt unter der Schiene fahren. Eine technisch komplizierte Konstruktion, die besondere Sicherheitsstandards verlangt und einen hohen Aufwand bei der Prüfung. Das ist also eine Hängeachterbahn, das heißt, im Gegensatz zu anderen Achterbahnen ist hier das Fahrwerk oben. Es befinden sich hier die Laufräder und die Gegendruckräder. Die Füße dementsprechend der Passagiere, die auf den Sitzen sitzen, hängen also frei nach unten. Die Bahn hat ein Looping, hat mehrere Schrauben, sodass hier natürlich für uns sicherheitsrelevant natürlich das Bügelsystem entscheidend ist. Da muss also der Passagier komplett drin gehalten werden, in den Schrauben und im Looping. Das wird durch unsere Maschinenbauingenieure besonders überwacht und visuell geprüft, genauso wie die Fahrwerke und die anderen maschinenbautechnischen Teile. Hier oben diese Räder, das sind die Laufräder, die in diesem Fall oben auf der Schiene mitfahren. Es gibt hier die Gegendruckräder und die Seitenführungsräder auf dieser Seite, die die Bahn im Prinzip in der Spur halten. Für uns entscheidend sicherheitsrelevant ist auch noch natürlich das Kardangelenk, wo die Züge die Verbindung mitmachen können. Hier sehen wir auch ein Sicherungsseil, was den Zug auch noch immer zusammenhalten würde. Ja, Gefahren liegen natürlich in Materialschwächen in irgendeiner Form oder in dass unter Umständen Materialien zu hoch ausgelastet werden. Das ist das Gleiche wie bei jedem Pkw auch. Er unterliegt einer Alterung und diese Alterung muss kontrolliert werden. Im Moviepark ist der MP-Express bereits ein Klassiker. Seit 1999 steht er auf dem Gelände. Bergen müssen und rausholen, sehr viel Arbeit. Aber wir sind sehr zuversichtlich und ich auch. Wir schaffen das. Guido, okay, wir sind soweit, wir können in den Lift rein. Der senkrechte Liftturm mit einer Neigung von 95 Grad ist das absolute Highlight dieser neuen Bahn. Nach dem steilen Aufstieg auf 32 Meter folgt der freie Fall.
Dann eine rasante Folge von Loopings und Drehungen. In nur 3 Monaten wurde das rote Stahlgerüst aufgebaut. Schwerstarbeit für die Männer um Franz Mayer. Doch es hat sich offenbar gelohnt. Die inoffizielle Premiere ist ein voller Erfolg. Die Techniker sind glücklich und erleichtert. Ich fand es eine sehr, sehr gute, flotte Fahrt. Gut, oben haben wir jetzt gleich beim ersten Mal einen kleinen Bremsversuch gemacht. Der verlief auch sehr hervorragend, fand ich. Und ja, wenn wir oben nicht bremsen, kommt da auch noch mit Speed raus und zackig, da passt das schon. Irgendwelche Geräusche also ich habe von da aus nichts gehört. Fand super. Auch am Lift oben nichts. War gar nichts Neues, war gut. Kein Klopfen oder ja, so, da hat man mal was. Ja. Das Fazit vom nur Zuschauen jetzt, würde ich sagen, der erste Abschnitt hier ist sehr rasant. Ist sehr rasant bis zur Bremse und wir haben natürlich jetzt da oben gehalten aus Sicherheitsgründen, dass wir sehen, die Bremse hält und dass wir nicht zu schnell hier in den Bahnhof kommen, im Fall, dass was sein sollte. Und der zweite Teil war jetzt natürlich dadurch etwas langsamer, aber an der nächsten Fahrt lassen wir den durchfahren und dann sehen wir, was die zweite Teil macht oder der zweite Teil. Aber ich würde sagen, rasante Angelegenheit. Nach diesen guten Eindrücken will es der Chef jetzt selbst wissen. Franz Mayer wagt selbst die bemannte Premierenfahrt. Ach, die erste Fahrt ist immer so ein Adrenalinkick. Man weiß nicht, wie läuft die Bahn, wie geht's, wie schnell ist es, wie schnell ist man in den Kurven, wie ruhig ist sie, kommt man gut durch. Es sind alle Fragen offen. Und bis man da mal selber drin gesessen ist und das Gefühl hat, dann weiß man was, dann ist es gut. Guido? Ja, warte. Wir sind soweit. Schick ihn raus. Ab geht's. Der Chefkonstrukteur im Selbstversuch. Doch der Achterbahnbauer ist sich seiner Ingenieursleistung sicher. Hier sitzt jede Schraube. Und wie war's? Ach, da pfeift's durch. Mit ihrem senkrechten Anstieg auf 32 Meter, so hoch wie ein 10-stöckiges Haus. Schon in 3 Wochen muss Betriebsleiter Franz Mayer fertig sein. Für den Konstrukteur zählt die Bahn schon jetzt zu den Top 10 der steilsten Coaster weltweit. Übersehen kommen wir hier hinten aus dem Bahnhof, dann fahren wir in den Turm. Da wird das Fahrzeug senkrecht nach oben transportiert, das heißt die Gäste liegen auf dem Rücken. Und das geht dann auf 32 Meter Höhe. An dem Turm haben wir einen relativ engen Radius oben. Das heißt, wir fahren ziemlich schnell über die Kuppe. Was wiederum heißt, der Gast wird vom Rücken in die Vorwärtsbewegung in einer sehr kurzen Zeit transportiert. Und er sieht eigentlich auch dann keine Schiene mehr, weil die Schiene geht 97 Grad nach innen. Und der Absturz ist dann so viel wie freier Fall und das von 32 Meter mit einem vollgeladenen Fahrzeug, 2,3 Tonnen, haben wir unten innerhalb von 1,5 Sekunden 85 km/h. Heute ist für die Achterbahningenieure ein aufregender Tag. Eine weitere Lieferung mit den neuen Wagen rollt auf die nicht alltägliche Baustelle. Bei mir ist okay, Kran kann langsam auf. Volle Konzentration ist gefragt. Beim Einsetzen der Fahrzeuge wollen wir natürlich sicherstellen, dass wir nicht bei der ersten Aktion schon Beschädigung machen. Ja. Und meistens ist es so, dass ein Kranfahrer das erste Mal in seinem Leben Fahrzeuge einsetzt in der Schiene, weil das ist keine alltägliche Arbeit. Die macht man neben Parken oder generell einmal alle paar Jahre. Und darum ist es ein bisschen kritisch, dass der weiß, was hier hängt, ein handgemachtes Unikat. 6 Fahrgäste sollen später in 2er Reihen in den Wagen Platz nehmen. Die kompakten Waggons werden dann immerhin auf bis zu 85 km/h beschleunigt. Zu
Zurück in Deutschlands größtem Vergnügungspark, dem Europapark in Rust. Seit seiner Gründung im Jahr 1975 haben mehr als 80 Millionen Menschen den Park besucht. Ein Tourismusmagnet an der deutsch-französischen Grenze. 10 unterschiedliche Achterbahnen stehen auf dem Gelände. Für Rollercoaster-Junkies wie Tobias Wahl und seine Freunde ein echtes Paradies. Stundenlang marschieren sie durch das Areal, immer auf der Suche nach dem nächsten Kick. Alles hier fasziniert die Freunde. Das gehört halt einfach so ein bisschen zum Achterbahnfreak-Sein dazu, dass man einfach nicht nur die Bahn fährt und die Hände in die Luft reißt, sondern eben auch sich mit der Technik beschäftigt, eben mit dem Aufzugsystem oder eben bei Katapultbahn mit dem Landsystem. 1,1G mittels elektrosynchronen Motoren. Die Antriebsweise muss man sich so vorstellen wie ein Elektrosynchronmotor, der seine Energie in Rotationsenergie oder seine Bewegung in Rotationsenergie umsetzt. Und hier wird sie in eine Linearbewegung umgesetzt. Die weißen Statoren, die man hier sehen, da sind Kupferwicklungen drin. Die werden dann bestromt und durch das Bestromen entsteht ein Magnetfeld. Dieses Magnetfeld wirkt entgegen dem Magnetfeld des Dauermagneten am Zug und so wird der Zug nach vorne bewegt. Das Magnetfeld wandert quasi mit dem Zug mit synchron, deshalb Synchronmotor, LSM. Markus Becherer wagt den Selbstversuch. Auch beim Erbauer verursacht der Stahlkoloss Herzklopfen. Wir beschleunigen jetzt die 10 Tonnen des Zuges mit 1,1 G und steigen auf 40 Meter. Fahre jetzt durch den Tunnel ein in den 36 Meter hohen Looping. Durchfahre den Looping in eine Unterbank-Kurve. Steige auf zur Blockbremse auf 25 Meter, die man mit 10 Meter pro Sekunde wieder verlasse. Fahre durch den Tunnel in eine Linksrolle. Durchs Tal, durch den Canyon, über den Felsen in die Rechtsrolle. Und nun geht durch den, mit dem Hub durch den Looping in eine Linksrolle. Darauf gefolgt eine 360 Grad Hardline Roll. Und zurück in die, in die Schlussbremse. Meine Schöne an Achterbahnen ist, man, wie man es auch im Hintergrund hört, man macht Leute glücklich. Das Schönste ist, wenn man eine Achterbahn entwickelt, konstruiert, die dann aufgebaut wird, ja, die Anlage so weit passt, dass nirgends eine Kollision oder eine gravierende Kollision auftritt während der Inbetriebnahme oder Aufbauen in Betriebnahme. Und wenn man dann eben die ersten Leute freudestrahlend aus dem Zug aussteigen sieht, das sind dann so, schon solche Momente, die das Herz höher schlagen lassen. Viel zu tun im Moviepark in Bottrop. Michael Graf von der TÜV-Sondereinheit Fliegende Bauten hat ein volles Programm. Als nächstes muss er den MP-Express testen, einen Hängecoaster, bei dem die Züge direkt unter der Schiene fahren. Eine technisch komplizierte Konstruktion, die besondere Sicherheitsstandards verlangt und einen hohen Aufwand bei der Prüfung. Das ist also eine Hängeachterbahn, das heißt, im Gegensatz zu anderen Achterbahnen ist hier das Fahrwerk oben. Es befinden sich hier die Laufräder und die Gegendruckräder. Die Füße dementsprechend der Passagiere, die auf den Sitzen sitzen, hängen also frei nach unten. Die Bahn hat ein Looping, hat mehrere Schrauben, sodass hier natürlich für uns sicherheitsrelevant natürlich verschlagen lassen. Viel zu tun im Moviepark in Bottrop. Michael Graf von der TÜV-Sondereinheit Fliegende Bauten hat ein volles Programm. Als nächstes muss er den MP-Express testen, einen Hängecoaster, bei dem die Züge direkt unter der Schiene fahren. Eine technisch komplizierte Konstruktion, die besondere Sicherheitsstandards verlangt und einen hohen Aufwand bei der Prüfung. Das ist also eine Hängeachterbahn, das heißt, im Gegensatz zu anderen Achterbahnen ist hier das Fahrwerk oben. Es befinden sich hier die Laufräder und die Gegendruckräder. Die Füße dementsprechend der Passagiere, die auf den Sitzen sitzen, hängen also frei nach unten. Die Bahn hat ein Looping, hat mehrere Schrauben, sodass hier natürlich für uns sicherheitsrelevant natürlich das Bügelsystem entscheidend ist. Da muss also der Passagier komplett drin gehalten werden, in den Schrauben und im Looping. Das wird durch unsere Maschinenbauingenieure besonders überwacht und visuell geprüft, genauso wie die Fahrwerke und die anderen maschinenbautechnischen Teile.
Hier oben diese Räder, das sind die Laufräder, die in diesem Fall oben auf der Schiene mitfahren. Es gibt hier die Gegendruckräder und die Seitenführungsräder auf dieser Seite, die die Bahn im Prinzip in der Spur halten. Für uns entscheidend sicherheitsrelevant ist auch noch natürlich das Kardangelenk, wo die Züge die Verbindung mitmachen können. Hier sehen wir auch ein Sicherungsseil, was den Zug auch noch immer zusammenhalten würde. Ja, Gefahren liegen natürlich in Materialschwächen in irgendeiner Form oder in dass unter Umständen Materialien zu hoch ausgelastet werden. Das ist das Gleiche wie bei jedem Pkw auch. Er unterliegt einer Alterung und diese Alterung muss kontrolliert werden. Im Moviepark ist der MP Express bereits ein Klassiker. Seit 1999 steht er auf dem Gelände und ist eine Dauerattraktion. Denn die Schienen befinden sich hier über den Köpfen der Fahrgäste. Für den Mann vom TÜV ist vor allem der sogenannte Lift sicherheitsrelevant. Der höchste Punkt der Bahn markiert zugleich die sensibelste Stelle der Anlage. Also der Lift funktioniert folgendermaßen. Der Zug hat oben einen Sperrhaken, der in eine Kette eingreift, der in der Mitte dieses Liftes, läuft. Wird dann mit ca. 3 Meter pro Sekunde hochgezogen und wird dann oben am höchsten Punkt ausgeklinkt. Das heißt, der Zug verlässt da den Lift und die Kette und wird dann halt eben durch Gravitation nach unten gezogen. Ja, sicherheitsrelevant ist natürlich der Stahlbau, die Schienenverbindung, die Fundamentverbindung, aber genauso gut hier auch im Lift das Bremsen. Gäste vor dem Anziehungsmagneten Schlange stehen, beginnen die morgendlichen Kontrollen. Jedes Rad muss überprüft werden. Da der Coaster nagelneu ist, für die Techniker alles andere als Routine. Oder wer bin ich? Können Sie mal die Anlage hochfahren, dann können wir die ersten Fahrversuche machen mit morgen. Alles klar, mache ich gerade 2er Zug als Abschluss. Wir machen morgens Probefahrten, einfach um zu schauen, dass die ganze Anlage einwandfrei funktioniert. Das heißt, wir fahren hier verschiedene Testprogramme, die in der Anlage programmiert sind, um einen einwandfreien Zustand der Anlage zu gewährleisten, bevor überhaupt die Gäste mitfahren dürfen. Also für uns eigentlich wichtig, diese Anlage hat mehrere hundert Sicherheitsschalter, die in der Anlage mit eingebaut sind. Wenn da einer mal nicht hundertprozentig justiert ist, dann geht die Anlage in einen sicheren Zustand und somit eigentlich schauen müssen, dass nicht irgendwo doch Kinderkrankheiten in der Anlage sind. Und da für uns auch die Abläufe noch nicht immer hundertprozentig eingespielt sind, wie schon an jeder Anlage, ist das immer eine Herausforderung und macht aber Spaß. 5 Wagen für jeweils 20 Fahrgäste stehen bereit. Eine enorme Kapazität. 1720 Besucher werden hier pro Stunde durch die Strecke rasen. Eine hohe Verantwortung für die Kontrolleure. Herr Werblinger? Ja, Herr Stoß? Schicken Sie bitte den ersten Zug durch. Achtung, Zug fährt los. Der Zug wird hier von 0 auf 100 in 2,5 Sekunden beschleunigt. Der Antrieb erfolgt über Linearmotoren, die den Zug nach oben bringen bis auf 40 Meter. Und danach folgt die Einfahrt in den Looping auf ca. 34 Meter Höhe. Das ist mit einer der höchsten Loopings Europas. Wir hören hier vor allem auf irgendwelche fremdartigen Geräusche, die normalerweise nicht da sein sollten. So, wir fahren jetzt ein in die erste Linksrolle und Rechtsrolle. Nach der Rolle geht es anschließend in den Hamm durch den Looping, wo wir abhebende Kräfte bis zu minus 0,5 G haben. Da wird der Fahrgast aus dem Sitz gehoben. So, und zu guter Letzt haben wir noch die Hardline-Rolle. Das ist eine Drehung um 360 Grad um die eigene Achse. Bevor dann der Zug hier sicher durch Magnetbremsen angehalten wird. Der Bau des Megacoasters war ein Mammutprojekt. Kosten 20 Millionen Euro. Mehr als 120 Schienensegmente wurden verbaut, auf einer Strecke von über 1000 Metern. Gewicht 620 Tonnen. Für Achterbahnfreaks ist der blaue Supercoaster in Rust derzeit die Sensation. So auch für Tobias Wahl und seine Freunde aus dem Ruhrgebiet. Mit ihrem Bulli absolvieren die Adrenalin-Junkies ein immenses Pensum. Mindestens 15 Parks mit den extravagantesten Achterbahnen besuchen sie im Jahr. Als Achterbahnfreak ist man schon ein bisschen öfter im Park. Also wir haben teilweise Parkbesuche von 20 bis 30 Stück im Jahr, wenn nicht sogar mehr. Also wir machen dann Touren, wo man von einem Park zum nächsten Park fährt und dann noch ein Park und noch ein Park und noch ein Park, wo andere Leute schon gar keine Lust mehr hätten. Und wir machen halt so Urlaub. Und das ist schon freakig, also ganz schön verrückt. Dem
Moviepark steht kurz vor dem Saisonstart. Jedes Frühjahr laufen die letzten Vorbereitungen mit Hochdruck. Jetzt ist auch die Hauptarbeitszeit für Michael Krah vom TÜV und seiner Sondereinheit Fliegende Bauten. Wir machen stichprobenartige Untersuchungen der maschinenbautechnischen Teile, stahlbautechnischen Teile. Wir machen heute den elektrotechnischen Teil. Das heißt, wir prüfen die Sensorik, wir prüfen die elektrischen Maschinen, wir führen einen Probebetrieb durch. Wir müssen hier auf einem hohen Niveau prüfen, um halt eben die Passagiere, den Besucher, den Spaß, die Spaß haben wollen, sicher über den Weg zu bringen hier. Die Wilde Maus ist eine mittelgroße Achterbahn mit extrem engen Kurven, wodurch beim Fahrgast das Gefühl entsteht, er schießt permanent über die Schienen hinaus. Ja, das Besondere an dieser Achterbahn ist halt eben, dass sehr viele Wagen gleichzeitig auf der Strecke sind. Dadurch haben wir verschiedene Blöcke. Diese Blöcke sind getrennt immer durch Bremsen, durch Sicherheitsbremsen. Diese Bremsen werden pneumatisch angesteuert, werden über Elektronik und mit einer speicherprogrammierbaren Steuerung überwacht. Und es darf sich innerhalb eines Blockes nur ein Fahrzeug aufhalten. Und der vorausliegende Block muss immer frei sein, sodass also ausgeschlossen ist, dass sich zwei Fahrzeuge innerhalb eines Blockes befinden. Damit die Blockbremsen und das ganze System nach der langen Winterpause wieder reibungslos funktionieren, führt der TÜV alljährlich solche aufwendigen Inspektionen durch. Ohne den Segen von Michael Krah läuft hier nichts. Wir werden jetzt als erstes die Fahrzeuge durch die Strecke schicken und warm fahren. Dazu sind sie schon beladen mit Wassertanks. Das heißt, wir haben jetzt Gewicht drin, sodass wir auch sicher sein können, dass die Fahrzeuge in keinem Tal stehen bleiben, sondern wirklich durchrauschen und auch damit wir die höhere Geschwindigkeit haben. Warm fahren müssen wir sie deshalb, weil die Rollen sind kalt. Es ist also quasi wie bei einem Formel-1-Auto. Die Reifen müssen warm sein, damit wir da die optimalen Werte haben, um die entsprechenden Geschwindigkeiten zu haben. Der Test für diese speziellen Formel-1-Wagen kann beginnen. Zunächst funktioniert alles planmäßig und eigentlich sollte es eine Routinefahrt werden. Doch irgendetwas stimmt hier nicht. Störung im Betriebsablauf. Plötzlich werden die Männer hektisch. Wo ist der Fehler? Hast du schon in Revision geschaltet? Welcher Schrank ist denn das? So schnell lässt sich das Problem nicht beheben. Der Wagen ist liegen geblieben. Nichts geht mehr. Wo ist er denn jetzt? 20, Bremse schließt nicht. Ja, okay. Zurücksetzen und dann wieder die Bremse bitte öffnen. Also wir haben hier die Hauptbremsen des Fahrgeschäftes, also diese Holzachterbahn. Die Bremse darf nur so und so weit aufgehen, dass der Zug sicher gefangen wird. Dieser Spalt wird also immer gemessen. Genauso gut provozieren wir einen Fehler, indem wir ein Hindernis in diese Bremse hineinhalten, die Bremse dann schließen. Und die Bremse muss das also merken, die Elektronik muss das merken, dass die Bremse nicht zugegangen ist, obwohl kein Zug in der Bremse steht und muss dadurch eine Fehlermeldung rausgeben. Zusätzlich zu den alljährlichen TÜV-Prüfungen kontrollieren Tischler jeden Morgen vor Parköffnung das Holzgerüst mit Spezialgerät. Die Spiegel sind dafür da, dass wir hier in den Seiten die Schienen sehen. Und auch Risse besser erkennen können. Und auch, dass wir unterhalb der Pakete, Holzpakete gucken können, ob die Bolzen, Muttern, auch hier unter diesen Zehnerbalken, ob alles vorhanden ist, ob alles befestigt ist und da nichts passieren kann. Ich kann ja schlecht jedes Mal kopfüber da runter gucken und sagen, jo, da ist was oder ist nichts. Deswegen halt der Spiegel, damit es einfach bedeutend einfacher geht für uns. Die Tischler sind eigens für die Holzachterbahn im Einsatz. Die gesamte Strecke muss täglich abgelaufen werden. 2 Stunden dauert die Prozedur. Jede Auffälligkeit ist verdächtig. Die Schienen zu kontrollieren, dass sie richtig befestigt sind, dass die Muttern alle drauf sind. Das heißt sowohl wie eine Befestigungsmutter und eine Kontermutter. Ob die Schienen Risse nachweisen. Wenn ja, wie gravierend sind die Risse? Ob der Fall besteht, dass die Bahn trotzdem Riss noch fahren kann und wir aber Sicherheitsbolzen setzen, dass der Riss sich nicht weiterbildet. Oder wir sagen halt, je nachdem wie wir entscheiden, wie gravierend das ist, dass wir sagen, die Schiene muss raus. Man muss natürlich alles warten,
Wir so versuchen es zu vermeiden, dass die Gäste darauf unterleiden müssen, aber wenn es anders halt nicht geht, Sicherheit geht ja nun mal bei uns vor. Und wenn sie raus muss, muss sie raus. Das Schlimmste, was passieren könnte, was eigentlich noch nie passiert ist und wir es auch nicht wollen, dass es passiert, ist halt, dass die Schiene komplett durchreißt, sich ein Stück vom Holz weglöst und der Zug da wirklich reinkracht. Es könnte passieren, aber das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen sind wir jeden Tag auf der Achterbahn und kontrollieren. Und das wird auch nie passieren. Endspurt im Leipziger Freizeitpark Pilates. In 2 Wochen soll die Hurricane eröffnet werden. Heute stehen die ersten Testfahrten an. Die kompakten Waggons sind eine Spezialanfertigung. Von der Komfortabilität des Sitzes her ist es so, wie wenn Sie einen schönen Sportwagen kaufen und da sind Schalensitze drin, Recaro oder wie sie auch immer heißen. Und so in etwa wird man hier festgehalten. Sie sehen die Erhöhungen. Bumspark, dem Europapark in Rust. Seit seiner Gründung im Jahr 1975 haben mehr als 80 Millionen Menschen den Park besucht. Ein Tourismusmagnet an der deutsch-französischen Grenze. 10 unterschiedliche Achterbahnen stehen auf dem Gelände. Für Rollercoaster-Junkies wie Tobias Wahl und seine Freunde ein echtes Paradies. Stundenlang marschieren sie durch das Areal, immer auf der Suche nach dem nächsten Kick. Alles hier fasziniert die Freunde. Das gehört halt einfach so ein bisschen zum Achterbahnfreak-Sein dazu, dass man einfach nicht nur die Bahn fährt und die Hände in die Luft reißt, sondern eben auch sich mit der Technik beschäftigt, eben mit dem Aufzugsystem oder eben bei Katapultbahn mit dem Landsystem. Einfach, dass man weiß, wie die Technik funktioniert. Ja, das Besondere halt bei der Bahn ist halt, also beim Matterhornblitz ist halt ist so eine Art wilde Mausbahn. Also kennt an sich jeder von der Kirmes. Eine Bahn, die keine geneigten Kurven hat, sondern wo die Bahn so eine Art 180-Grad-Kurven immer fährt, aber nicht in die Kurve rein neigt und dadurch halt man einfach den Eindruck hat, man fällt einfach aus dem Wagen heraus. Jetzt will die Truppe aus dem Ruhrgebiet im Silver Star fahren. Mit 73 Metern die höchste Achterbahn in Europa. Bei einer maximalen Beschleunigung von 4G, also dem Vierfachen des normalen Körpergewichts. Die Waggons erreichen in der Spitze eine Geschwindigkeit von knapp 130 Stundenkilometer. Für Achterbahn-Junkies ist der Koloss eine reine Spaßmaschine mit vielen ausgeklügelten Feinheiten. Ja. Es gibt mehrere Besonderheiten. Zum einen, dass sie halt so eine sogenannte Out-and-Back-Coaster ist. Also man startet im Park, fährt aus dem Park raus, dreht da die Runde und kommt zurück. Ja, und zum anderen halt die hohe Geschwindigkeit und die Höhe, die damit verbunden ist. Und man sitzt halt zu viert in einer Reihe. Durchatmen vor dem Geschwindigkeitsrausch. Jetzt geht's 70 Meter in die Höhe. Schön ist, wenn man sich rumdreht, dass man halt noch ein bisschen mehr vom Park sieht. So, jetzt haben wir noch so ein paar Meter. Und so in ein paar Sekunden geht es dann 70 Meter mit knapp 126 Stundenkilometern nach unten. Und jetzt geht's ab. 126 Stundenkilometer, 4,5 G und negative Gs. Airtime. Und dann auf den nächsten Hügel. Und wieder negative G-Kräfte. Und ab in den Hochschuhturm. Und immer noch mit gut 80, 90 Stundenkilometer. Jetzt über die nächsten Hügel zurück Richtung erste Abfahrt. Jetzt kommt noch einmal kurz die Blockbremse. Wenn der Zug ein Stück abgebremst wird.